Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K16, unser kleines King of the Ring Turnier. Ich bin der Onkel und wie immer mein blöder Gegner, der Rivano. Ja, hallo. Ja, der mir jetzt seit den letzten Tagen mega auf den Sack geht, weil er nur noch gewinnt. Und ich habe keine Ahnung, wie ich ihn stoppen kann. Eine Woche habe ich schon ein Hattrick oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wie ich den stoppen kann. Aber ich hoffe, ich werde langsam ihn mal stoppen. Und dann hoffe ich, dass es wieder normal weitergeht. Das ist ja jetzt zurzeit sowas von mega einseitig. Das ist Wahnsinn. Aber okay, dann drücken wir mal 4, würde ich sagen. Ja, ich drück schon, aber bis jetzt habe ich nichts. Oh Gott, oh Gott. Das kann jetzt ein bisschen dauern hier, weil ich habe halt schon viele gehabt. Hast du schon einen? Nö. Oh, ich habe deinen Liebling, den du noch hast, aber den hast du ja nicht. Halt mal. Den wirst du auch wieder mitnehmen. Hast du ja, noch. Den habe ich noch nicht. Okay, oh, ich habe einen, okay. Ich habe einen. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Der kommt mir bekannt vor vom Namen, aber ist wahrscheinlich auch so ein Hinterwäldler. Hat wohl wahrscheinlich auch einen Namen irgendwie, aber naja, sagt mir jetzt gerade nicht so viel. Wie weit bist du? Bitte? Bist du fertig? Warte doch mal. Achso, ja, sag, wenn du soweit bist. Ich bin fertig. Ja, das hast du jede Runde und ich sag dir jedes Mal, ich sag dir, wenn ich soweit bin. Ja. So, okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, Zeigern. Bitteschön. Ui, Neville gegen JBL. Ja, JBL sagt mir was, aber ich habe den so noch nicht gesehen. Neville kenne ich auch nicht. Bradshaw kennst du nicht, hast du noch nie gesehen. Ja, so vom Kamm, ne? Echt jetzt? Nee. Auch damals nicht als Bradshaw bei der APA? Kann sein. Ich weiß es nicht. Aber die sind nicht so. Weiß ich nicht. Sagt mir jetzt nichts. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn überhaupt nicht, auch als Wrestler. Ich mochte damals bei der APA. Ich mochte damals bei der APA. Da war er cool. Er ist ein richtiger Power-Wrestler. Also ein richtiger Power-Wrestler ist. Aber dann als JBA. Bläh. JBL, bläh. Okay. Oh. Braun, das ist auch ziemlich groß. Ja, okay. Issues to be ultimately resolved is two superstars enter the squared circle and go one on one in a good old fashioned. Ja, direkt eine verpasst. Immer kriege ich direkt Gemecker hier. Wow, and a bit of a test of strength. Dann schauen wir mal. Oh, er hat mich. Power versus. Ach, Mann. Working for control. Also bei den Dingern hier, da komme ich immer, da verliere ich immer sehr schnell. So, mein Freund, jetzt geht's ab hier. Immer noch. Ah, die wollen sich ausdrängeln hier, man merkt es schon. Ja! Mein kleiner Freund, du kriegst immer eine geklatscht bei mir. Oh, du Drecksack. Er macht wieder gegen die Regeln hier. Naja. So, ist einfach von Süß nicht mehr gegangen. Ja, okay, dann macht ja nichts. Ich sag ja nichts. Ich bin ja mal mit dem Hut. Ich will den Hut wieder aufziehen, das war cool. Oh. Danke fürs Aufheben. Und yeah! Bam! Schön auf das Dings. Hä? Welches Dings? Ja, ist umgeworfen halt. Ne? Oh, scheiße. Oh. Man stört doch keinen beim Feiern. Kennst das Programm doch. Aber man merkt schon, dass deiner fit ist wie ein Turnschuh. Meiner ist schon bewusstlos. Der hat keine Power mehr. Deiner hat noch voll Energie. Das ist ja. Ach so, ich habe nur 3 Balken. Na klar. Na sicher. Das ist natürlich ein super Vorteil. Er hat volle 6 Leistung. Und ich habe nur 3. Das ist natürlich. JBL, der kann es, ja. Oh. Onkel Will, die pure Rache, ich merke das. Dass der da draußen steht und nur jubelt, das ist so sinnlos. Ja, ja, ich muss ja meine 3 Punkte, die ich gar nichts musste. Na klar muss ich das. Man muss aber jetzt einen Scheiß machen, das ist langweilig. Wenn da jemand außerhalb des Rings steht, die ganze Zeit nur jubelt, das ist doch Schwachsinn. Das ist die ganze Zeit einmal. So geht kein Wrestling. Das ist kein Wrestling, nein, sowas macht man nicht. Jubeln die ganze Zeit beim Wrestling, sogar während beim. Halt die Fresse einfach, du rast wieder nicht, was ich von dir will. Das ist das Einzigste. Immer wieder Hirnwindung. Mann, weg. Ey.
Ich habe keine Chance mit dem. Liebe Freunde, ihr seht, meine Energie ist schon wieder weg. Aber ich darf ja nicht mehr jubeln, weil sonst darf ich meine Energie ja nicht aufladen. Mit dem Jubeln kannst du deine unteren Dingsbalken, deine Konterbalken nicht aufladen. Das ist totaler Quatsch. Wie wird der denn aufgeladen dann? Mit der Zeit, das dauert. Ach so, kann man das nicht mit Jubeln aufladen? Nein. So, ich dachte, das kann man mit Jubeln aufladen. Nein. Was ladest du denn dann auf? Ach, die Prozente, Zeit. Ne? Zum dauert Finish, einfach. Ne? Ja, genau. Ja, das ist doch auch gut. Ach, jo. Oh, das hat ein Clown, ey. Ja, ich habe keine Chance, ey. Ich drück und mach, aber der ist fertig mit der Welt. Der ist kein Profi-Wrestler, der Typ hier. Klaus, der Profi-Wrestler. Ah. Ich glaube, es ist eine Kacke. Aber nicht für mich gerade. Ja, ab und zu kann ich mal einmal ein bisschen wehtun, aber dann kommt er direkt wieder raus. Sag ich ja, der kommt dann direkt wieder raus hier. Ah, oh, scheiße. Aber er hat auch nur einen Balken, okay? Haha, da bin ich. Haha, ach, meine Energie, ja, das braucht einen kompletten Balken, wenn ich mich da aus einem Schlag raus konnte. Krass. Natürlich. Das ist Sache. Oh, oh, liebe Freunde, das sieht schlecht aus, weg! Oh. Sowas ist aber auch tödlich, oder? Wenn du so mit dem Kopf das so aufprallst. Ja, das ist irgendwie so in der WWE verboten, der Move. Ah, okay. Ja, genau wie der. Nein, der andere ist. DDT heißt der, ne? Ja, genau. Ne, DDT nicht. Der Piledriver. Ja, Piledriver. Der einzige, genau, der, ja. Der einzige, der mit Anweisungen ausführen darf, ist Undertaker. Ja, aber nur weil der das auch drauf hat, glaube ich. Und weil der das ja aufpasst. Ich glaube, bei dem kommen erst die Beine am Boden und dann der Kopf, ne? Was? Bei dem Tombstone. Ja, klar, wenn du mal guckst, siehst du doch, dass die ersten Beine kommen. Na, der würde ja einen umbringen, wenn er direkt auf den Kopf landen würde. Boah, deswegen ist er ja verboten, weil er eben direkt auf den Kopf raufkommt. Ja, und deswegen, wenn du aber mal genau hinguckst beim Tombstone, landet erst die Beine mit dem Körper so, und dann kommt der. Ja. Falsch. Ja, sonst wird er sich ja wird er den einen ja auch verletzen. Falsch. Nee, ist so. Falsch. Ah, ich habe jedes Match gesehen, wo man kannst du darauf achten. Oh, fuck. Das hat aber nicht, ne, der ist weggeschoben, ne? Scheiße. Ah, diesmal sieht schlecht aus für mich. Guck mal, weil da kommt gerade Jore, ich drück die ganze Zeit X, ja, und dann will ich aufstehen, aber ne, der ist müde. Ah. Oh, dein Finisher musst du auf jeden Fall beim Rennen machen. Okay. Das mein S auch, oder? Nö, dein S nicht. Okay. Weil der hat nämlich die Clothesline from Hell. Oi. Clothesline from Hell? Nee. Also, der hat mehrere. Ja, aber das ist ja, das ist bloß ein sinnloser Powerbomb. Okay. Er ja, macht sie natürlich so. Trotzdem. Ja, mal ausprobieren. Haha! Das ist ja keine Powerbomb gewesen. Nee, das wurde ein Clothesline. Ich hab gedacht, ich hab dich. Und er kommt nochmal raus, indem er nochmal rauskommt. Oh Mann. Ja, was denn? Das aber dann jubel doch wenigstens nicht, der kommt doch gleich wieder rein. Ich hab doch gar nicht gejubelt. Ja, normalerweise schon. Ich hab nicht gejubelt. Normalerweise schon. Ja, aber hab ich jetzt nicht. Jubel doch nicht. Darf ich noch spielen, wie ich möchte, oder darf ich nicht? Ja, aber das ist doch mehr. Ja, aber ja. Oh, scheiße. Oh, ich krieg dir echt die Hucke voll. Merkt ihr das? Was macht er jetzt? Er nimmt den Tisch. Nein, 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 nein. Na komm schon. Nee. Ach nee. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Was war denn da? Weil das, selbst in der Zeit, wo du hingefallen bist, ist meiner noch bewusstlos. Oh, geil. Oh, er sprengt mit. Ich hab schon gedacht, es ist gleich vorbei mit mir. Und was macht er? Er macht den ultimativen Springball. Wie geht denn das? Oh, ne, Will, du bist im falschen Film, glaube ich.
Ich glaube, du bist im falschen Spiel. Oh. Wie geil ist das denn? Durch so einen Rotz verlierst du wieder. Oh, ich kann nicht mehr. Das sah jetzt so geil aus. Ich habe schon den Salto gesehen. Ich habe schon gesehen, ich sterbe jetzt. Und was macht der Onkel? Er springt genau vor. Er berührt den Tisch dann. Er tut sich weh. Er guckt mich an. Und ich denke mir, alles klar. Oh, herrlich. Oh, jetzt kann ich aber was machen, was dir, glaube ich, sehr weh tut. Die Leiter am Boden verschwinden lassen. So, komm. Er kann nicht kontern, er kann nicht kontern. Boah, wenn er mal schneller gerade würde, ne? Ja! Oh, ich habe mich aber selbst verletzt. Und jetzt kommt der Tisch wieder. Der ist mir so geil. Ja, was ist das? Ist das geil. Ach, jetzt bist du auch noch schneller oben als ich nach dem harten Aktion-Move. Ich glaube das alles nicht, ey. Oh, jetzt hat er... Oh, bitte nicht, ey. Komm, Jesus, ey. Was habe ich denn verbrochen? Guck mal, er ist voll bewusstlos in der Ecke. Versuch das nochmal, bitte. Oder spring dir wieder daneben. Wäre geil, wenn du jetzt irgendwie im Loch verschwunden wärst, im Ring oder so. Oh, Mann. Oh, so. Ja, da muss ich aber nicht eine halbe Stunde warten, bis ich wieder da bin, weißt du? Ach ja, sicher. Na klar, er kann mich anfliegen mit einem Elbow abblocken. Ein Onkel versucht es wieder hier auf die harte Tour. Ich flieg durch den Ring auf den Tisch und dagegen. Ich habe immer noch im Kopf, wie du gerade voller Strahlen da drauf geklettert bist und gedacht hast, jetzt mache ich dich alle. Au! Ich krieg richtig die Fresse poliert hier, ich merke das schon. Der Ninja-Tisch! Er geht weg, er geht einfach weg, der Tisch. Ja! Nein. Mein S hat geklappt, geil! Oh, herrlich, echt herrlich. Oh, herrlich. Ja! Ach komm, ey. Du kannst doch nicht alle meine Finishen blocken. War das deiner? Nein. Jetzt hast du es aber mit deinem Cover, ne? Oder nix. Ich will dich auch besiegen. Ach so. Ach so. Unglaublich, dass du das besiegen kannst. Ach, yo. Yo. Hallo? Hallo? We've seen this before. Frankensteiner's gonna seal the deal here. I think you're right. Nobody comes back from a Frankenstein. Neville, sagt er. Neville. Neville ist nervös. Oh nein, der Salto kommt wieder. Ist doch gar kein Tisch da. Lass das besser. Ja. Zum Glück habe ich keinen Finisher gemacht. Das wäre da jetzt wieder weg gewesen. Ja, glaube ich aber auch. Ja. Oh, er kommt wieder raus mit jedem Scheiß. Remember. Oh, herrlich. Oh, oh. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Willst du, dass ich aufstehe, oder was? Oh, Scheiße. Guck mal, wie bewusstlos meiner ist. Oh, Gott. Ja, diese Runde sieht echt schlecht aus, liebe Leute. Oh Mann, ich wollte meine Serie-Sieg ja eigentlich weiterführen. Deine Serie-Sieg? Ja. Ist das unter die Griechen gegangen? Die Siegesserie, die Serie. Serien-Sieg. Was auch immer. Hm? Serien-Sieg. Mach doch mal Anfernsehen. Den Sehnfern an. Ich kenn sie denn. Ach da! Schön ins Gesicht rein, so mag ich das. It's Survivor. Not a lot of spring left in his step right now. Ach Mann, ey. Alles kontert der Typ, das ist zum Kotzen. Muss ich doch. Ist das dein Finisher? Gotta be careful not to take on too much. Oh, mach es. Leg dich hin. So, jetzt machen wir es richtig. Incoming high risk maneuver.
Oh, oh, ja, du bist so nah am Tisch dran. Was? Was? Nein! Ja! Nein! Ja, nein! Ja, nein! Komm! Eins! Zwei! Oh. Nein! Scheiße! Oh. Das kann aber das war schön. Sein. Das war wunderschön. Steh auf, du Idiot! Das war wunderschön. Nein! Ah, schön. Ah, oh, war das herrlich. Ach du Scheiße. Und der Finisher direkt. Und hoffentlich geht er mal. Ja, nein! Das gibt's doch gar nicht! Oh nein, nein! Ist das dein Finisher? Nein. Diese komischen Mini-Mini-Tritte? Oh, hier geht's ab, ey. Aber jetzt, mein Freund, aber jetzt, mein Freund, aber jetzt, mein Freund. Komm schon! Nein! Oh, schön ins Gesicht getreten, so wie ich es gerne habe. Und wieder ein Finish, ein Eis. Nein, er kommt raus! Nein! Nein! Nein. Ich glaub das hier alles nicht. Oh, das gibt's doch alles nicht. Ich muss covern. Eins, zwei. Nein! Okay, komm hier! Ich kann nicht mehr. Oh nein. Okay, möchtest du noch mit mir spielen? Das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Wie geil. Der Onkel springt von dem Ding erstmal, das erste Mal mit seinem Finisher daneben. Das zweite Mal gehe ich weg und er springt voll auf den Tisch und alleine. Danach nochmal auf den Boden und ist bewusstlos und ich cover ihn. Oh, herrlich. Oh, mein Herz. Er hat mich die ganze Zeit unter Kontrolle und zerstört mein Leben. Dann springt er da auf den Boden. Am geilsten fand ich aber, wo ich auf dem Tisch lag und du daneben gesprungen bist, lagst du am Boden, warst K.O., hast dich erholt und ich lag immer noch und konnte mich nicht bewegen. Oh, okay, sag bitte was. Der Schall braucht so lange, liebe Leute, bis das von dem Loch unten bis zu uns, zu dem Headset hochkommt. Oh, oh Gott, geil. Wunderschönes Match, wunderschön. Oh, das kann nicht wahr sein. Ja, Onkel. Mein Gott, wann komme ich aus diesem verfluchten Loch raus? Ich verliere nur noch. Ich habe keine Ahnung. Also das hätte ich jetzt eigentlich gewinnen müssen. Aber ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was er von der letzten Aktion gemacht hat, um das gewinnen zu können. Ich glaube, die war übelst sinnlos. Ein S habe ich gemacht. Achso. Nee, du bist doch daneben gesprungen, habe ich dir gecovert. Das war's. Meinst du? Nee. Ja, keine Ahnung. Doch, auf jeden Fall. Du hast deinen Finisher gemacht und dann. Hab ich ja, ich auf weiß, jeden ich Fall. Ich hab ja. Das schon vergessen. Ich hab mich auch nicht, ich hab's auch vergessen. Naja, okay, dann würde ich sagen, hoffentlich schaffe ich's morgen dann. Freut euch drauf, wie ich wieder fluse wahrscheinlich, aber mein Gott. Meine Fresse, ey, das hätte ich gewinnen müssen, ey. Naja, okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.